So, willkommen zurück bei Divinity in Jägerschneide. So, wir sind hier, haben jetzt dieses Ork-Baby dort abgeschlachtet, muss man schon fast sagen. So. Das war nicht gerade einfach, der fette Ork da, den zu plätten. So, wir haben jetzt gesagt, okay, wir stecken noch ein bisschen Zeug ein, weil wir noch Kohle brauchen. Wieso kann ich das nicht mitnehmen? Okay, komisch. Schauen wir uns hier nochmal um, vielleicht finden wir hier noch irgendwas. Müssen wir schauen, dass wir dann rauskommen, ohne dass wir da hier irgendwie eine auf dem Dach kriegen. Murdered in their beds. At least they didn't suffer. The villagers left to the Orc Queen. Ja, auf jeden Fall. Das ging wenigstens einigermaßen schnell. Die anderen viel ärmer dran gewesen. Okay, es hat niemand gestellt, dass wir den alten, dass wir den Typen da umgebracht haben. Okay, den Rattenfänger will ich mir jetzt nicht unterhalten. Was haben wir hier auf der Karte noch? Der hat gesagt, der Hauptquartier ist nicht weit weg. Also entweder da unten. Ah, das schaut schon mal gut aus. Na, aber die Tiere Tenebrium-Waffen, die machen mir ein bisschen Sorgen, muss ich ganz ehrlich sagen. Bewacht er da? Hey, ohne Jahres Erlaubnis dürfte die Gefangene nicht sehen. Was da denn vor sich geht, ist sowieso nichts für Weicheier. Was schleicht ihr denn hier so rum? Ihr steht wahrscheinlich auf die Streckbank, wie? Nun, wenn ihr keinen Befehl von Charles habt, selbst habt, haut ab, oder ihr seid als Nächster dran. Wie die Gefangenen. Ich wollte doch nur die Messer haben, oder? Nicht? Da müsst ihr Charles fragen. So wie ich das sehe, wird er froh sein, die Wachen hier unten auszutauschen. Wir werden nie herausfinden, wo sich diese Dorfbewohner versteckt halten, wenn diese Orks jeden Zeugen zu Brei schlagen. Ja, da ist er ja. Freund der Orks. Ja, im Endeffekt müssen wir das alles jetzt einmal durchgehen. Was ist euer Begehr hier in Jägerschneide? Den mittleren Ball uns zu tun, was wir am besten können. Überfallen und zerstören. Sie hat uns eine Ladung Sternsteine mit auf den Weg gegeben, bereit zum Aufladen und, sobald sie zu Blutstein werden, dazu zu euresgleichen in die Mine von Lucalla geschickt zu werden. Wir wussten nicht, dass Grotildas Hunde nur einen halben Tag brauchen würden, uns zu schlagen, aber egal, es gab immer noch viele Streuner zu fangen und auszubluten, als wir ankamen. Jetzt bleibt uns nur noch, einen Weg in das Haus des Zauberers zu finden. Die Mittlerin sucht da drinnen nach etwas. Jetzt warten wir hier auf weitere Anweisungen der Mittleren höchstpersönlich. Sie ist in den naheliegenden Geisterwald gegangen, aber wir erwarten in Kürze Nachricht von ihr. Ich hoffe nur, dass wir die Sache mit dem verschwundenen Blutstein bis dahin gelöst haben. Ich werde hier keine Seele gestehen lassen, dass wir vom Berg unfähig waren, Folge zu leisten. Okay, was haltet ihr von den Orks? Die Orks? Oh, ich habe vor ihrem kriegerischen Wesen Respekt, da es dem unseren ähnelt. Ich respektiere ihre Leidenschaft für das Gemetzel, da wir dies mit ihnen teilen. Ich respektiere ihre Ergebenheit, die sie gegenüber ihren Anführer haben. Da ich auf diese Weise von meinen Brüdern respektiert werde, sollte es allerdings hart auf hart kommen, würde ich ihnen allen die Haut abziehen und sie Bekleidung tragen, bis der letzte von ihnen mit meiner Breitaxt im Bauch zu meinen Füßen liegt. Ihr fragt euch wahrscheinlich, warum? Warum hasse ich sie, wenn sie und ich uns so ähnlich sind? Ich hasse sie, weil wir uns ähnlich sind. Ich hasse sie, weil ich es weiß, dass sie unseren Hass mit einer brennenden Wut erwidern. Wir sind wie zwei Drachen, die sich eine Höhle teilen müssen. Es ist unmöglich. Früher oder später werden wir die Krallen ausfahren und Feuer speien, bis einer von uns als Sieger aus diesem Kampf hervorgeht und seinem Sieger mit dem Fleisch des anderen feiert. So verhaltet es sich mit dem Verschworenen von Tanorot und den Orks aus der Wildnis. Eines Tages wird es zum Kampf kommen. Eines Tages werden wir die Sieger oder die Besiegten sein. Ihr habt einen Rattenhirten erwähnt, okay? Ja, ein Ork, so bösartig, dass er Ratten als Haustiere hält.
Sie umgeben ihn wie Flöhe, die anderen Orks. Aber selbst sie empfinden nur Abscheu für ihn. Ich glaube, dass er, anders als die anderen männlichen Orks, kein Schwachkopf ist. Er ist ein Spion, der Geheimnisse aufdeckt. Im Moment ist er auf der Suche nach den verschwundenen Dienern des Zauberers. Und mögen die Götter sie beschützen, sollte er sie finden. Sie würden wir nur töten. Die Rattenliebhaber ist eine andere Sache. Wo wir hingehen, ist der Tod der Schrecken, der uns begleitet. Wo er hingeht, ist der Tod eine unerreichbare Erlösung. Okay? Von Zauberer, den ihr erwähnt habt. Ehrlich gesagt, ich weiß nicht viel über ihn und es interessiert mich auch nicht. Die Mittlerin sagt, dass er im Besitz eines Artefakts ist, das sie benötigt. Daher versuchen wir, in sein Haus einzudringen. Aber bei einem Stiefel von Harlak, Trollzertrampler, der Schlüssel, der den magischen Schlösser der Behausung dieses teuflischen Magiers öffnet, wurde noch nicht geschmiedet. Über die Diener sprechen. Es verhält sich folgendermaßen. Als wir Jägerschneider angegriffen haben, hatten wir und die Orks das Dorf komplett umstellt, um jegliche Fluchtversuche im Keim zu ersticken. Es war ein guter Plan. Nur ein Schmied und seine Frau konnten entkommen, nachdem ihr kleiner Dämon von einem Haus, der einem Ork den Arm abgebissen hatte. Der Zauberer und seine Diener sind uns entkommen, aber wir wissen, dass sie zumindest die Diener irgendwo in der Stadt versteckt halten. Wir müssen sie finden, damit sie uns sagen können, wie wir in das Haus des Zauberers gelangen können. Meine Männer haben die Stadt ohne Unterlass durchsucht und die Orks haben ihre Rattenhirten auf die Sache angesetzt, aber wir haben noch einige überlebende Dorfbewohner im Keller. Ein Folterknecht der Orks hat mit freundlicher Genehmigung von Grothilda versucht, herauszufinden, wo sich die Diener verstecken. Er hat aber kein Fingerspitzengefühl und tötet seine Opfer fast immer sofort. Wir haben angeboten, diese Aufgabe zu übernehmen, aber Grothilda ist felsenfest davon überzeugt, dass er der Beste der Besten ist. Vielleicht habt ihr mehr Glück, vorausgesetzt, ihr habt Interesse am Foltern. Ich brauche kein Folter. Okay, jetzt bin ich bloß am überlegen, wie machen wir jetzt weiter? Erzähl mir, lass mir die vielen Blutsteine sprechen, was ist mit denen überhaupt? Die Blutsteine sind der Grund dafür, weshalb wir überhaupt hierher gekommen sind. Die Mittlerin braucht mit menschlichem Blut getränkte Sternsteine, um ihre Todesritter zu erschaffen. Sowohl die Bruderschaft als auch die Orks haben ihren Teil der Steine erhalten. Wir haben sie bis zum Rand mit Blut gefüllt und dann für die Mittlerin aufbewahrt, damit sie sie nach ihrer Rückkehr aus dem Geisterwald an sich nehmen kann. Letzte Nacht ist jemand in dieses Haus eingedrungen und mit unseren Steinen verschwunden. Sie wurden von Gary Gigantenschreck bewacht, einem Sohn der Berge, dem ich mein Leben anvertrauen würde. Grothilda behauptet, dass er mit dem Blutstein davongelaufen und ein Verräter an der Sache der Makellosen ist, aber ich weiß, dass das nicht stimmt. Die Orks haben die Steine gestohlen, da bin ich mir sicher. Grothilda schmiedet einen Plan und wir sehen alle schweren Zeiten entgegen, wenn er aufgeht. Diese Steine verleihen ihr Macht, zu viel Macht. Wir müssen sie zurückerlangen, aber jeder Ork betrachtet unsere Bergbewohner mit Argwohn. Darum habe ich euch gebeten, Beweise zu finden. Beweise dafür, dass es ein Ork war. Sobald ich die habe, habe ich einen Grund, die Orks anzugreifen, ohne den Zorn der Mittleren fürchten zu müssen. Sie wird einen Diebstahl unter Makellosen nicht dulden, also bringt mir diese Beweise und wir werden die Orks gemeinsam abschlachten. Okay, mehr von Anführung. Grothilda wird von ihren Truppen wie eine Göttin verehrt und sie herrscht wie eine Gottheit über sie. Allwissend, allmächtig und gnadenlos. Sie ist klug und skrupellos. Ein wahrlich furchteinflößender Gegner. Ein Gegner, wie ich ihn mag. Es war schlau von der Mittlerin, mit den Orks eine Allianz einzugehen, da sie eine Macht sind, die sich nur wenige in Rivellon in den Weg stellen können. Aber sie weiß auch, dass dieser Pakt nicht von Dauer sein wird. Sie ist sich bewusst, dass die Orks irgendwann wieder ihren eigenen Wege gehen werden, makellose oder nicht. Sie muss sich nicht von ihnen fürchten. Die Mittlerin stellt eine Armee von Kriegern auf, vor der selbst die Orks erzittern. Aber ihre Brüder der Berge sind es, die wahrscheinlich die volle Härte ihres Angriffs vertragen müssen, sollte es was schief gehen. Grothilda weiß, dass der Pakt nicht von Dauer sein wird. Sie ist sich im Klaren, dass sie als Rampe benutzt wird, als ein Werkzeug, um die Tore einzureißen und den Weg zum Sieger freizuräumen, nur um anschließend zu den Hintermännern fallen gelassen zu werden, wenn das wahre Ziel zutage tritt. Sie weiß es und plant ihre Rache. Ich kann es in ihren wilden Augen sehen. Ist von ihren besten Orks umgeben. Sie flüstert ihren verdammten Rattenhirten teuflische Befehle ins Ohr. Nein, es ist kein Zufall, dass alle unsere Blutsteine verschwunden sind. Beim Hammer von Fjord Elchenreiter. Ich weiß, sie bereiten einen Albtraum für uns vor.
denn ihre Träume bedeuten für uns 1000 Qualen. Und mit dem Rückenbrecher an ihrer Seite ist das ein schrecklicher Albtraum, den sie da ausbrütet. Wer ist dieser Rückenbrecher, von dem ihr sprach? Clotilda, schwerfälliger, schrecklicher Hund. Eine Statur wie ein Ziegelhaus und ein Verstand so schwarz wie die Nacht. Es gibt keine Demütigung zu der dem von seiner Herrin bestimmten Menschen, gleich ob Mann, Frau oder Kind, gegenüber nicht fähig wäre. Clotilda hält ihn über der Taverne und schickt ihm ab und an ein paar Spielzeuge. Ein Urteil besser als der Tod. Na, dann haben wir mal ab. Okay, eine Türstufe 10. Scheint auch nicht so, als ob wir die nicht aufknacken dürften. Okay, warte mal, haben wir da noch irgendwas, mit dem wir Schlösser knacken erhöhen können? Sonst irgendwas mit Schlösser knacken plus? Nennen wir mal noch einen Gürtel. Kann es sein, dass ich den Gürtel irgendwie einen anderen mal mitgegeben habe, weil der keinen Gürtel hatte? Genau, hier war der Gürtel. So, dann haben wir jetzt 2 Punkte mehr in Schlösser knacken. Schauen wir mal, ob wir hier reinkommen. Ja, er scheint euch zu vertrauen. Zumindest sagt er, dass euch der Zutritt hier gestattet ist. Garrick ist so unschuldig wie Klaro Kleiberg und jeder Bruder der Berge weiß das. Okay, wir schließen jetzt hier mal. Schaut das mir. Hier sieht uns keiner. Okay, dann haben wir ja auch noch ein wunderbares Amulett geklaut, so im Vorbeigehen. Den schenkt man zu Scarlet, war das, glaube ich. So, dann rüsten wir den wieder aus. Genau, wir haben jetzt hier die Sachen gehabt, die sollten wir mal rüberschicken. Den Dolch sollten wir mal ausrüsten, oder das Schwert besser gesagt. Dolch kann man dazu nicht mehr sagen. Wir haben hier noch ein Amulett gefunden. Gewandtheit plus 2, Intelligenz, Lehrmeister, Giftresistenz, Stärke. Das ist einmal mächtig. Das könnte was sein für unseren Schurken. Weil wirklich Gewandtheit plus 2. Initiative, Gewandtheit. Giftresistenz, Lehrmeister, Intelligenz. Einzige, was drunter gesetzt wird, ist Initiative, aber Hauptattribut geht vor. Hat er noch das Schild? Blocken 33%, das ist hart. Okay, coole Sache. Der soll uns da aufmachen. Die Gefangenen. Okay, der hat uns aufgesperrt. So, welche Gefangenen haben die jetzt noch hier? Die sehen, wie man magische Schlösser knackt. Tipp ich jetzt auch mal drauf. Herr Lor kann unter diesen Bedingungen nicht arbeiten. Das Zerquetschen ist eine Kunst. Lor braucht seine Ruhe. Diesen Zeugen hier zu brechen.
Lore hat kreativen Prozess noch nicht abgeschlossen. Lore kann jetzt nicht aufhören. Du kannst aufhören. Natürlich, Lore, natürlich. Obwohl ich mich schon frage, warum diese Schweinehaut denkt, sie wäre in irgendetwas besser als ihr, oder nicht? Als ihr oder ich? Kansada. Okay. Mensch blutet besser als wir. Mensch lässt sich besser zerquetschen. Trete zur Seite, Krötengesicht, oder ihr landet als nächster auf der Steckbank. Alles funktioniert mal frei. Dummes Geschwätz vom Mensch hat Arbeit von Lore gestört. Lore muss jetzt Pause machen und Gedanken sammeln. Lore kann unter diesen Bedingungen nicht quetschen und schlagen. Weil ich mich auch gern mit denen geprügelt hätte. Ihr seid ein Neuling, oder? Bitte, ihr müsst mich töten. Jetzt, ich werde allem widerstehen. Allem. Und würde lieber 1000 Tode sterben, als dem Feind auch nur ein Wort zu verraten. Sagt mir, wo sich die versteckten Dorfbewohner aufhalten. Ich verrate euch kein Sterbenswerden. Sagt mir, was ihr wisst. Aber etwas ist an euch anders. Ihr seht nicht aus wie die Wilden aus, die unsere Stadt geplündert haben. Eigentlich ähnlich einem Zauberer. Habe ich recht? Ein Wesen mit großer Macht. Und wahrlich keines der Dunkelheit. Ja, ja, ihr seid hier, um uns zu helfen, nicht wahr? Gepriesen seien die Götter. Du musst schweigen, sonst verrät er uns noch. Vielleicht ist er bereit, uns zu helfen, wenn er unsere wahre Identität kennt. Das probieren wir aus. Okay, jetzt probieren wir einfach mal. Wenn er sich beruhigt hat, will er uns vielleicht helfen. Es gibt hier einen Tunnel in diesem Keller, der den meisten nur durch die Legende bekannt ist. Erkundet die Rückwand des entlegensten Raumes an diesem dunklen Ort und ihr werdet ihn finden. Und wenn ihr mir helfen könnt, durch diesen Tunnel zu gelangen und die Freiheit zu finden, werde ich euch erzählen, wie ihr den Zauberer und seine Diener finden könnt. Ihr habt erwiesen, dass ihr kein Freund der Monster seid, die unsere Stadt zerstören. Vielleicht könnt ihr denen helfen, die sie verstecken. Wie ihr mir geholfen habt, die wir gerade von anderen sprechen. Habt ihr mit den anderen Gefangenen gesprochen, die an diesem grausigen Ort eingesperrt sind? Wir dürfen sie nicht hinter hier lassen und riskieren, dass sie von einer zweiten Welle dieses Rohlings entdeckt werden. Diese Rohlinge entdeckt werden, okay? Okay, ich wollte es noch lesen. Okay, jetzt müssen wir uns mit denen schlagen. Verdammte Kacke. Läuft der da so random rum? Okay, der eine ist immun gegen Niederschlagen. So, okay, den einen haben wir verzaubert, der eine ist ungenietet. Dann haben wir uns hinter den Stellen, der ist niedergeschlagen, da machen wir jetzt extra Schaden. Der scheint auch nicht besonders stark zu sein. Dora steht jetzt mittendrin. Schade eigentlich. Und dann haben wir uns richtig schön Damage machen können. Komm mal, vielleicht geht's ja trotzdem. Und drauf auf die Mutti. Es hat gerumst, aber auch bei uns. Hätten wir vielleicht auf die Fackel und Kerzen aufpassen sollen, die da mit dem Raum rumstehen. Das war jetzt nicht so ganz so wie geplant. Muss ich ganz ehrlich zugeben. Sie ist außer Sicht weiter. Wird sich auch nicht verändern wahrscheinlich. Hätte aber den gern noch irgendwie. Vielleicht können wir den trotzdem angreifen, weil ich hätte ihn gern versucht, ihn zu lähmen. Warte mal, falsche Attacke. Hilft nichts, dann gehen wir auf den Kansandras. Der ist gut wie down. Alter, da hinten, wo ist der letzte? Der ist da hinten noch, den brauchen wir noch ein bisschen, bis dass der kommt.
Jetzt der die Madora attackiert oder den Lor? Da habe ich jetzt nicht aufgepasst. Schlürft einen Trank. Ja, schlürf schneller, verdammt. Alter, das hältst du nicht aus. Ah, der ist down gegangen vom Feuer. So, ich weiß nicht, was wir jetzt am dümmsten machen. Anstatt, ob wir den ausnocken oder nicht. Ja, doch, dann kann sich unsere Schurke frei bewegen. Ah, immun gegen Niederschlagen. Alter, das war ja vorhin schon, da hätte ich aufpassen sollen. Und drauf. Hat der jetzt irgendwie Gehalt gehabt? Ne, das waren glaube ich bloß mir. Laufen mal da rum, auch wenn du jetzt da Schaden kriegst. Wir müssen nämlich den Idiot da umhauen. Da haben wir noch zwei Hits. Oh, den kriegen wir down. Dann schauen wir mal hier ins Blut reinmarschieren, dann heilen wir uns auch gleichzeitig wieder ein wenig. Gehen wir bloß, dass der so aus der Hauptschussfläche weg ist. Und drauf. So, und sonst haben wir hier nichts mehr. Irgendwie so eine Art Unsichtbarkeit oder was? Oder ist das immer noch geil? Kann immer nur von dem Rauch kommen. Blöd, ich kann hier kaum was platzieren. In dem Bereich. Ja, dann stellen wir hier mal das Luftelementar auf. So. Dann beenden wir hier mal. Stellen wir uns den da mal im Weg. Der schwindet natürlich wunderbar rüber. Hat man ja erst hinten nicht getroffen, dann haben wir noch den Blitz drüber. Ja, also die sich die Schädel einschlagen. Das ist nicht schön. Nicht so nice. Bin dann voll ins Feuer rennen. Nehmen wir uns hier mal noch die Punkte auf, einen Zug. Hier auch. Greifen den einfach mal in Feuer von der Distanz an. Alter, wir haben immer noch den Rauch vor uns. So, dann machen wir es anders. Da können wir die Madora heilen. Ja, die steht recht gut vor uns. Heilen wir dir mal. Den Zauber kommen wir durch. Okay, der ist gelähmt. Das ist auch schon mal sehr schön. Double Hit. Alter, da kommt noch einer. Was soll der Scheiß? Müssen wir jetzt langsam den nochmal killen. Sollen wir mal einen Angriff nehmen. Alter, der hat jetzt ganz schön viel Schaden gekriegt. Beim nächsten Runde gehört er wieder zu den Gegnern und da habe ich keinen Bock drauf. Machen wir jetzt. Rennen wir ins Feuer rein. Ja, scheiße, die waren dann immer drauf. Hilft ja nichts, hilft ja nichts. Wieso hält der so viel aus? Wir haben bei dem anderen so viel Schaden gemacht. Und bei dem so wenig. Alter, das ist hart. Mal mit der ein wenig auf Zeiten. Wir können uns auch nicht platzieren mit dem Schurken, weil der halt einfach so blöd in der Ecke rumsteht. Wir müssen jetzt dann auch mal hier den ganzen Scheiß, das ganze Scheiß Feuer dann mal auf die Seite. Alter, das könnte jetzt eine saugeile Kombi werden. Der brennt da eh schon. V
Feuer ist am Boden, es macht jetzt Boom. Und da geht er down. Da geht er down. So, der kommt jetzt erst einmal noch. Das heißt, wir machen uns hier erst einmal Schlachtfeld für unseren Gunsten, richten wir mal her. So, dann beenden wir mit dem eigentlich schon. So, und dann warten wir jetzt einfach mal, der muss jetzt kommen. Blutung. Also Blutung finde ich cool. Bitte verblutet meine Leute. Das mit dem Blutsauger, das ist ja eine übelst geile Sache. So, jetzt schauen wir mal, jetzt kriegst du deine ganze Scheiße zurück, mein Freund. Hat er nicht getroffen, ich glaube ich freck. Jawohl, geht doch, warum nicht gleich von Anfang an oder so? Ja, das ganze Blut heilt noch. Ach, das ist der Traum, ist das mit dem Schurken mittlerweile. So, vielleicht war das sogar schon der Final Hit. Nein, noch nicht ganz. Alter, wir haben immer noch Dunst da drin, oder was? Gehen wir aber jetzt mal näher ran. Ich will den jetzt mit dem Zauber da wegkriegen. Er geht down. So, Schlüssel. Hier haben wir einen Schlüssel. Was war das jetzt? Falle oder sowas? Sollen wir mal die Matora so jetzt mal ein bisschen was aufsammeln? Alter, jetzt ist die gelähmt. Muss aufbauen, dass wir keine Tenebrium-Waffen aufsammeln. Weil die halt sau viel wert wären, gell? Fallenschärfe-Werkzeug. Was ist das? Großer Heiltrank. Riesiger Heiltrank. Oh, Entschuldigung. So. Okay, wir haben den jetzt rausgeholt. Haben wir jetzt den Schlüssel mit der aufgenommen oder mit dem haben wir den Schlüssel aufgenommen. Unser Retter, ich weiß nicht, warum ihr Mitleid mit uns habt, doch ich danke für eure Güte. Aber wartet, ohne Nolan können wir unser Gefängnis nicht verlassen. Ihr habt ihn gesehen. Sie haben ihn schon vor einer Weile mitgenommen und wir haben schreckliche Geräusche gehört. Okay, ja, den haben wir doch schon mitgenommen. Können wir jetzt mit dem nochmal reden? Ihr habt mit diesem Monster einen kurzen Prozess gemacht. Wenn ihr nicht gewesen wärt, wäre ich platt gedreht oder zu Hackfleisch verarbeitet worden. Ich schulde euch nicht weniger als mein Leben. Lasst uns also von hier verschwinden. Der Tunnel ist hier irgendwo, im entlegensten Raum, wenn mich meine Sicht nicht täuscht. Aber diese Wachen nicht außer Gefecht sind, ist eine Flucht gänzlich unmöglich. Wenn ihr euren guten Willen beweisen wollt, das heißt, wenn ihr helfen könnt, von diesem schrecklichen Ort ein für alle Mal zu verschwinden, werde ich euch vielleicht erzählen. Vielleicht könnt ihr, wenn ihr mir helfen könnt, auch ihnen helfen. Wir haben doch die schon alle... Hier können wir immer noch nicht rein. Hier machen wir mal auf.
Okay. Der will noch was, der hat noch nicht. Lass mal kommen, den müssen wir rausziehen. So, dann lass mal einfach mal kommen. Der Feuerschaden ist auch mittlerweile ganz schön hoch. Aber jetzt haben wir wenigstens mal ein Sichtfeld. Wir haben massige Aktionspunkte, mit denen wir arbeiten können. Verkrüppeln hat nicht funktioniert. Haben wir halt einfach weiter drauf. Der Schurke weiß schon, was man damit anstellt, wenn man mit solchen Leuten macht. Gehen wir drauf. Wir machen ja massig Schaden, wir haben genug Punkte aufgehoben. Kriegen hierbei noch immer mal ein bisschen weniger Leben fürs Blut. Ja, ist doch ein Traum, ist er das. Einmal mit links den Raum. Okay, sagen wir so. Wir haben jetzt hier die Wachen ausgeschaltet. Und wir brechen hier so, also wir führen die da raus im nächsten Part. Bis später. Ciao.